Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Heute dachte ich mir, erzähle ich mal meine Gedanken, was ich mir vorstelle, wie man mit Drogen umgehen sollte. Erst einmal würde ich diese Grenze aufheben von legal und illegal. Ich würde lieber neue Grenze ziehen zwischen tödlich und nicht tödlich. Und dann nochmal eine zwischen körperlich abhängig machend und psychisch abhängig machend. Da kann man dann auch noch einmal Unterscheidungen machen, wie stark diese Abhängigkeiten sind. Weil ich glaube, dass halt manchmal der Wirkstoffgehalt die suchtfördernde Sache ist. Gerade bei Heroin habe ich das gemerkt und bei Kokain, wo die Leute halt gerne aufstrecken wie die Blöden. Wenn du da was kriegst, was zwar so aussieht und so riecht und ja, was man genauso konsumiert, das muss dann noch lange nicht rein genug sein. Da kann da passieren, dass du überhaupt gar keine Abhängigkeitsdinge entwickelst, weil du noch nicht einmal Wirkung spürst. Bei mir hat das sehr lange gedauert, bis ich eine Reinheitsstufe erreicht habe bei diesen Sachen, was ich da so gekriegt habe. Das meiste waren ja Einladungen. Dass ich mal was gekriegt habe, was dann richtig gut war. Und dann bin ich davon auch schwieriger wieder weggekommen. Also war ich dann schon süchtig und bin auch dann süchtig worden und abhängig. Da habe ich mich aber hinbewegt. Und ich denke mir, wenn man einen freien Markt hätte, den man reguliert, also staatlich reguliert, von der Wirkstoffmenge her, so wie bei Nikotin in Deutschland, du kannst ja auch Tabak haben, Zigaretten, die haben alle begrenzten Nikotin, angeblich, steht da immer drauf, alle haben immer so ähnlich. Ne? Wir hatten früher Mais-Paper-Zigaretten, also aus Frankreich, die waren mit Maispapier, die hatten dann sehr viel mehr Kondensat, die haben auch sehr viel mehr gekratzt. Ne? Die waren aber in Deutschland gar nicht legal erhältlich. Also muss man die mitbringen aus dem Urlaub und die konntest du hier nicht versteuern und so Zeug. Aber weiß nicht, ob es heute möglich wäre, aber damals gab es das nicht. Und so ähnlich stelle ich mir das halt dann auch vor. Schau dir mal, wenn Schnaps, die haben alle 45% oder 38% oder sowas, dann gibt es so ganz seltene Ausreißer wie ein Strohraum mit der 80. Das sind halt so seltenere Sachen. Niemand will's. Du kannst dir einen hochreinen Alkohol kaufen, aber wer will das? Keiner haut sich sowas in den Kopf rein, weißt du? Und beim Cannabis wäre es dann wahrscheinlich ganz genauso. Nicht jeder möchte jeden Tag morgens gleich einen Dab haben. Dann liegt er sich nämlich erstmal wieder schlafen, sondern der möchte halt, wenn er schon in der Früh was konsumiert, ein bisschen Leichtes haben. Also, das Verständnis ist ganz strange bei vielen Menschen, die halt auf der Gegenseite angesiedelt sind, also auf der Gegnerseite, die gerne die Prohibition aufrechterhalten wollen. Da gibt es zum Beispiel Polizisten, die natürlich kann ich verstehen, dass sie verärgert sind, dass sie jetzt schon wieder einen festnehmen, jetzt hat er schon wieder plus 10 Gramm dabei, jetzt können sie dem wieder nichts. Und sagt er, ja, das ist doch natürlich zum Dealen. Dem halte ich jetzt einfach mal entgegen, dass wenn einer einen Träger Bier kauft, der auch kein Bierhändler ist, sondern der kauft sich natürlich gleich für die ganze Woche was ein. Und so machen es Cannabiskonsumenten auch. Wenn sie einen erwischen, der gerade 10 Gramm dabei hat, kann das sein, dass er gerade diese 10 Gramm gekauft hat für die ganze Woche. Jetzt nimmt man das dem weg und erwischt den morgen schon wieder. Ja klar, der hat sich ja schon wieder was geholt für die ganze Woche. Natürlich kann es auch sein, dass er bloß 10 Gramm aus dem Bunker geholt hat und jetzt zwei Leute jeweils 5 verkaufen will. Kann auch sein. Aber das Denken, dass man das einschränkt, indem man den Leuten die Mengengrenze niedriger setzt. Du musst auf 0 gehen, weil wenn du auf 1 gehst, dann rennen die alle halt mit einem rum. Und dann wird es wieder stärker. Und dann wird es wieder das konzentrierter, das Ganze. Weil wenn du weniger Gramm, umso mehr muss das stärker muss es sein, damit es rendiert, wenn du es verkaufst. Das ist wirklich irre. Die Prohibition ist in Amerika mit Alkohol gescheitert. Wieso sollte das bei uns mit anderen Substanzen funktionieren? Oder überhaupt irgendwo mit irgendwelchen Substanzen? Wieso sollte das funktionieren? Umso mehr man es einem Menschen verbietet, umso mehr will er das. Das ist psychologisch, das weiß jeder. Die Kinder Überraschungseier Werbung machen, die machen genau mit diesem Ding Werbung.
Sie geben einem kleinen Kind ein Überraschungsei und sagen, ich gehe weg und wenn ich wiederkomme und du hast es nicht aufgemacht, kriegst du zwei. Kein Kind hält es aus. Alle machen es das auf. Das ist aber nicht bloß bei Kindern so, das ist auch bei Erwachsenen so. Wenn du deinen Erwachsenen ein Buch hinlegst und sagst, schau da bitte nicht rein, wenn ich da wieder reinkomme, und geht raus. Und der, dann wird der reinschauen. Das Gefühl, da reinzuschauen, ist zumindest da. Und das ist sehr stark. Das ist unsere Neugierde. Umso mehr unsere Drogenbeauftragte sagt, wir sollten an die Jugendlichen kein falsches Signal senden mit einer Legalisierung. Umso größer ist das Signal an die Jugend, ey, das ist etwas, das ist gar nicht so schön. So, wir wollen es bloß nicht sagen, weil sonst wollt ihr das. Und umso neugieriger werden sie, umso mehr wollen sie das wissen. Umso mehr die Gesellschaft Jugendlichen sagt, sie dürfen noch keinen Sex haben, so jung, umso mehr werden die das ausprobieren wollen und wissen wollen, warum das so ist. Sie wollen es verstehen. Wenn du es nicht verständlich erklären kannst, bringt ein Verbot nichts. Dasselbe unser Innenminister in Berlin, der Herr Dräger, der seinen Kindern tatsächlich Bilder von Drogentoten zeigen möchte. Ich glaube, er hat es anders formuliert, den muss man in dem Video nochmal nachschauen. Auf jeden Fall sagt er, man soll mit seinen Kindern reden, weil bei der Schule, da wo seine Kinder hin sind, da sind Drogen wohl unterwegs, da gibt es Menschen, die Drogen verkaufen und konsumieren und redet auf die ein. Er selber hat eine Schnapsnase, wahrscheinlich hat er auch eine Fahne, wenn er das macht, und dann will er denen einreden, sie dürfen nichts konsumieren. Ich bin mir sicher, aufgrund dieser Ansagen, die er da gemacht hat, und dieses Eindringliche macht das nicht, wenn seine Kinder von sich aus nicht wollen, dann werden sie es probieren. Erst recht deswegen, oder um ihn eine Rente zu würgen, dem Papa. Ich wünsche es mir nicht, ich wünsche ihm, dass er mit seiner Methode da vielleicht sogar Erfolg gehabt hat bei seinen Kindern, obwohl ich es nicht glaube. Ich glaube das nicht. Einfach nur, weil die Kumpels von den Kindern was anderes erzählen werden. Nicht dasselbe, was der Papa gesagt hat. Und die meisten von uns kennen das, in einem bestimmten Alter hat man zu den Freunden mehr Vertrauen als zu den eigenen Eltern. Das sind ein paar Dinge, die vielleicht gelogen worden sind oder irgendwie Sachen, wo man das Vertrauen ein bisschen angeknackst hat und die Freunde kennen das, genau dasselbe erleben sie ja selber. Das ist eine schwierige Sache. Ich würde das auf gar keinen Fall auf diese Art und Weise versuchen. Auf Augenhöhe reden und die tatsächlichen Sachen, Fakten nennen und dann die Entscheidung entscheiden lassen, die Kinder selber entscheiden lassen. Die werden schon das Richtige sagen. Das sind doch schließlich die eigenen Kinder. Die werden nicht die falsche Entscheidung treffen. Aber das Vertrauen muss man schon haben. Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass irgendjemand seinen Eltern was Böses tun möchte oder denen irgendeine reinwürgen mit Absicht, wenn es keinen Streit und nichts gibt. Das hat was mit der Augenhöhe zu tun. Ne? Wenn man sich drüber stellt, ich bin besser als du, das kann immer nach hinten losgehen oder ich bin klüger als du. Ne? Mein Vater hat mit mir diese Gespräche nicht führen können, der war Alkoholiker, das hätte er sich nicht getraut, der wusste sofort, was kommt, wenn er irgendwas sagt. Erst als ich dann angekommen bin und Fragen gestellt habe, da hat er dann was gesagt. Da hat es mir dann erklärt. Und da ist er auch sehr ins Detail gegangen, wie so ein Alkoholentzug ist. Deswegen mag ich auch keinen Alkohol. Weil er mir das eindringlich erklären hat können. Aber die ganzen anderen Sachen konnte mir niemand eindringlich erklären. Deswegen musste ich es selber ausprobieren. Und heute kann ich es den Leuten erklären und ich kann abraten davon. Ich habe ja nichts davon, wenn irgendeiner draufkommt. Also mir wäre es lieber, die Leute machen es nicht, weil ich halt weiß, dass das auch eine negative Seite hat, alles. Und nicht bei jeder Substanz ist die Prohibition das größte Problem. Nicht bei jeder. Peace out.